Schurka Mall wird präsentiert von Möbel Inhofer, Europas größte Wohnwelt. Schurka Mall mit Loser Mall. Grüßt euch miteinander, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schurka Mall. Wir haben also einen Schurka Mall Bus gesattelt. Schurka Mall, das brutale Ding. Ha? Und jetzt sind wir angekommen. Ich würde den Thomas heute überraschen. Wegen Thomas, weißt du, was wir heute machen? Erzähl's mir mal. Wir sind zu Gast beim Trachterverein Koppach-Dahlerz Altos Ried. Und da schauen wir jetzt rein. Ihr seid heute Gast bei den Koppachtalern Altosried. Die feiert, die haben heuer ihr 95-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Auf unserer Fahnenstadt Sitt und Tracht der Alten wollen wir erhalten. Das ist ein Leitspruch, den nehmen wir sehr ernst. Und wir probieren das der jungen Leute weiterzugeben. Und die heutige Zeit spricht für uns, weil die Sucht nach Heimat, nach daheim wird immer größer. Und wenn man da halt so beständig ist wie wir Trachtler, dann haben wir da halt einfach gute Chancen in Zukunft. Also wir tanzen hier eben. Das ist dann so ein Walzer auch. Man macht auch Tänze wie zum Beispiel, das heißt Müllerrad, da plattelt man gar nicht. Das sind bloß verschiedene Kombos mit viel Drehen. Also ich bin eigentlich da, beim Schuhplatteln, weil es Spaß macht. Das sind halt nette Leute. Das macht einfach Spaß zu platteln. Es ist einfach nett. Man tut halt die Tradition aufleben. Ja, also ich finde es auch gut, dass wir dann auch tanzen lernen. Nämlich, wenn wir dann groß sind und das nicht kann, das finde ich dann irgendwie ein bisschen peinlich. Hey, grüß dich miteinander, das war ja brutal. Das hat so ausgesehen, als hättet ihr das ungefähr mindestens zweimal gegeben davor. Wie oft übt man sowas? Wir üben das halt jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch? Ja. Und das, wie alt bist du? 23 schon ungefähr so 20. Ich finde das auch cool, das ist was Traditionelles und das müsst ihr unbedingt beibehalten. Das finde ich echt gut. Außerdem schauen da alle fesch aus, so muss das sein. Gell? Da bist du auch gerichtet fürs Bierzelt. Gut, da sind dann noch ein wenig zu jung. Aber gib uns auch ein Spezimaus. Ja. Ist also. Oder? Also. Also wir machen jetzt einen Bankrassler und ihr zwei solltet mitmachen. Ja, Freiland, was anderen? Los. Muss uns halt zeigen, wie es geht, gell? Weil sonst wird das nichts. Muss ich sagen, das hat fast schon professionell ausgehört. Also kein Meter, aber wir haben es halt probiert. Ich habe bloß gemerkt, dass der Wadelwärmer rutscht. Ja, wenn man es halt natürlich öfters macht, dann geht es natürlich auch besser. Also für einen Anfänger waren sie eigentlich ganz gut, aber ja, sie waren halt nur nicht im Takt. Für das erste Mal war es gut. Eigentlich ganz gut. Ein bisschen mehr üben uns. Ein wenig Übung, dann geht's. Also nach der brutalen Bank-Action mit den Kindern waren wir natürlich
Maus hin. Und dann haben wir erst einmal den Geißelschnalzer zuschauen dürfen, Gott sei Dank, weil dann sind wir mit ein bisschen zu Atem gekommen. Jetzt erklärt mal kurz, warum schnallst du das so brutal? Was ist das da für ein Material? Was hast du da dran? Das ist ein Fiberglas dann. Aha. Dann haben wir oben Verbindung mit dem Leder. Jawohl. Ein ganz normales Säulendünz. Mhm. Und das ist eigentlich das Hauptding da vorne. Das ist eine Maurerschnur. Aha. Die tut jeder ein bisschen anders flechten. Und die, wenn die begibt am Schlag selber, macht dann Überschallgeschwindigkeit. Und das gibt den Knall. Hast du schon mal ins Gesicht gehauen? Auch, gerade vorher. Echt? Ja. Und wie ist das so? Da. Ja, Uwe. Ja, ja. Darf man auch probieren? Aber, braucht ja, klar, aber ja, das ist glaube besser, du nimmst einen Helm auf. Ja, das glaube ich, ja. Ich führe dir jetzt einfach mit, du musst einen Achterschlag aufhören. Immer ein Achter. Ganz einfach, oder? Ja, ja. Ja, ja. Die gehen in Deckung, du ja. Probierst es. Und schnell. Hasse! Ohne Boden. Nicht fest, bitte auch. Nicht fest. Nein. Sondern? Mit Gefühl. Das ist ja brutal schwierig, oder? Du musst ja die ganze Zeit in der Schwingung bleiben und dann zum richtigen Moment muss es dann auch noch schnalzen. Und das war saumäßig schwierig. Nicht so gut in Bewegung. Du musst da rauf. Thomas, hör auf! Bevor Thomas durchkommt, wir müssen. Meine Arme, Geißel, grüß her, komm! Wir müssen das runter. Hast du ja gesehen, Thomas und ich probiert, ich geschafft und dann ab und zu so ein bisschen. Ja, da wäre die ohne ja blöd, wenn sie jahrelang probiert und jetzt zwei Stunden lang kennen sie noch einmal. Einmal frei so, dann hätte ich sagen, du ein paar Schuhplattler und gar nichts anderes. Thomas, du hast es ja jetzt gerade verfolgt. Ich meine, du musst es ja jetzt auch kennen. Probier mal. Ich hab Angst, ich mach das jetzt. Komm. Also, wir machen jetzt mit euch zwei einen Summenausschlag. Jawohl. Wir fangen mit der rechten Hand an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Ich bin ein Musiker, ich kann bloß auf 18. Weder auf 7 noch auf 9 geht es für mich als Musiker aus. Entweder auf 4 oder auf 8. Von dem her habe ich immer einen Schlag zu früher aufgehört. 7. Schritt, 9. Schritt, so heißt es doch, oder? Schlag. 7. Schritt, na, 7. Schlag, 9. Schlag, überhaupt keine Affäre. Grüß dich. Wir kommen jetzt zur Auflösung vom letzten Mundarträtsel und es war Sundgau. Was ist der Sundgau? Sonthofen.
Genau, so schaut's aus. Und das neue Wort heißt? Nächt. Nächt bin ich fut quer. Was heißt das? Nächt. Und zum Gewinner gibt's was Brutales. Ich bin erfüllt. Ein Holting-Mühl auf Pepper und ein brutales T-Shirt, da schau her. Und zwar unterschrieben! So geht größer, so geht günstiger. Über 1100 Markenhersteller und kostenlose Lieferung und Montage bei Möbel Inhofer, Europas größte Wohnwelt. Möbel Inhofer ist in! So, jetzt bei jeder Lugemoll-Folge gibt's eine Band am Schluss und jetzt haben wir im Trachterverein einen absoluten Kulturschock und zwar eine Rockband. Grüß dich! Servus! Der Joe! Grüß euch! Grüß dich! Servus! Hi. Servus! Servus, grüß dich! Servus! Das ist Susi, meine Frau und Dominik, mein Sohn. Und du bist der Joe? Ich bin der Joe. Einmal frei. Ja, was hast du heute dabei? Ich habe heute mir was ausgesucht. Ich mache ja viele Sachen, Kinderlieder, volkstümliche Sachen, Schlager. Ich habe eine eigene Rock-CD produziert, die heißt Sonnenziel. Und daraus bringe ich euch heute den Dream, das ist eine Rockballade. Ja, einmal frei. Gell? Leg mal los und gar nichts anderes. Das war's wieder mal von der, weiß ich wie viel, der Folge von Luge mal. Und gar nichts anderes. Es war sau lustig und hat Spaß gemacht mit den Trachtler. Natürlich auch mit der brutalen Band. Und wir sind gegangen mit und jetzt gescheit von Hocker und nichts anderes. Luge mal wurde präsentiert von Möbel Inhofer, Europas größte Wohnwelt.